So, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, liebe Untote, soweit welche im Saal sind. Ich freue mich sehr, Sie bei unserer kleinen Veranstaltungsreihe hier begrüßen zu dürfen. Die Veranstaltungsreihe heißt Auf der Höhe, Diagnosen zur Zeit, und es ist tatsächlich für uns ein besonderer Moment heute, weil diese Veranstaltungsreihe schon seit 2013 existiert und die eine oder der andere waren auch schon bei anderen Ausgaben da und wir uns tatsächlich jetzt mit diesem Abend einmal durchs Alphabet gearbeitet haben. Deswegen danke, dass Sie da sind und auch vielleicht schon dabei waren. Wir haben 2013 mit einem fulminanten Eröffnungsvortrag von Dietrich Dietrichsen zu A wie Authentizität eröffnet und haben das glossarische Prinzip dieser Vortragsreihe sehr genossen, weil das Alphabet tatsächlich so ein Zufallsprinzip auch ein Stück weit beinhaltet, wo man dann eben nicht nur auf die abgelutschten Begriffe kommt, sondern auch auf zu interessanten Begriffen wie dem heutigen. Zombies, über die Untoten in Politik und Gesellschaft. Die Veranstaltungsreihe mit Diagnosen zur Zeit wird weitergehen. Also wir hören jetzt nicht auf, aber wir verlassen jetzt dieses glossarische Prinzip. Dafür gibt es noch ein schönes Buch, in dem Sie diese ganzen Vorträge von A bis Z nochmal nachlesen können. Tatsächlich ist es so, dass es zu dem Buchstaben Z sehr viele gute Kandidaten gibt und wir uns trotzdem eigentlich sehr früh sicher waren, dass wir uns für Zombie entscheiden werden, weil wir Zombies für ein interessantes zeitdiagnostisches Phänomen halten. Nochmal ein bisschen nach, da bin ich mir gar nicht so ganz sicher, aber da kommen wir ja gleich drauf, inwieweit das 2019 jetzt mehr oder weniger gilt als, sagen wir mal, vor 5 Jahren oder vor 3 Jahren. Jedenfalls scheint uns klar, dass die Renaissance der Figur des Zombies in der Populärkultur triftige Gründe hat und uns kein Zufall scheint. Wir haben natürlich mit dem Zombie eine sehr starke Metapher auf biopolitische Fragen, die ja gerade wieder die Tagespresse prägen, etwa der Organtransplantation und der Frage, wann ist eigentlich ein Mensch tot? Juristisch ist es ja, ist ja das entscheidende Kriterium der Gesamthirntod, womit wir schon bei einem wichtigen Film von des Frühwerks von Peter Jackson wären, Brain Dead. Der Zombie ist wahrscheinlich die radikalste Erinnerung an die Endlichkeit in einer zumindest in Teilen endlichkeitsvergessenen Gesellschaft. Christoph Schlingensief hat irgendwann mal bei einer Kunstperformance gesagt, es gibt eine schreckliche Nachricht, in den nächsten Jahrzehnten werden 5 Milliarden Menschen sterben. Was mich schon als Jugendlicher immer dazu gebracht hat, meinem Vater irgendwie zu erklären, dass der Zombie ja gar keine Übertreibung ist, ja, sondern nur das ausspricht, was sowieso der Fall ist. Womit wir vielleicht auch nochmal bei der Frage von Drastik und Wahrheit wären. Und natürlich ist der Zombie wahrscheinlich auch ganz jenseits von biopolitischen Fragen interessant als fremdbestimmter oder ferngesteuerter Mensch. Es gab zum Beispiel in den 80er Jahren in meiner Jugend den Begriff des Konsum-Zombies in so einem Punk-Vokabular, ja, vielleicht auch nochmal eine ganz neue Frage aufwerft, nämlich inwieweit in einer Gesellschaft, die sich als wahnsinnig kreativ und wahnsinnig selbstbestimmt entwirft, ob zu Recht oder zu Unrecht, inwieweit eigentlich so eine Figur des Konsum-Zombies oder sozusagen des fremdbestimmten Menschen seine Berechtigung hat.
Jedenfalls freue ich mich wahnsinnig, dass wir Jens Balzer gewinnen konnten für den Abschlussvortrag und die anschließende Diskussion. Nicht nur, weil wir wahnsinnig froh sind, dass Jens Balzer uns hin und wieder begleitet zu poptheoretischen Fragen aller Art, sondern weil wir uns auch sicher waren, dass Jens Balzer zu dieser Frage uns Interessantes zu berichten hat. Wer Jens Balzer nicht kennen sollte, ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen, aber ich sage trotzdem nochmal, Jens Balzer hat eine ganze Ära des, zumindest für mich, des Kulturjournalismus bei der Berliner Zeitung geprägt, aber ist gleichzeitig immer noch auf den verschiedensten Kanälen kulturjournalistisch unterwegs und hat jetzt gerade eigentlich sehr wenig Zeit für die Böll-Stiftung und für mich, weil er gerade kurz vor der Veröffentlichung von zwei Büchern steht, auf die ich mich sehr freue und die ich Ihnen jetzt schon mal ans Herz legen will. Ein Buch zu Pop und Populismus, das im Mai erscheinen wird im Körber Verlag, und ein umfangreicheres Buch, das entfesselte Jahrzehnt über die 70er Jahre. Auch da bin ich sehr gespannt, und Jens, wir werden dich wieder einladen. Aber heute sind erstmal die Zombies dran. Wir freuen uns auf deinen Vortrag und auf das anschließende Gespräch. Viel Spaß. Vielen Dank, lieber Peter, auch für den kleinen Marketing-Werbeblock da drin. Das ist natürlich sehr schön. Und es ist natürlich eine große Ehre, dass ich hier eine Veranstaltungsreihe erstmal abschließen darf, die mit Dietrich Dieterichsen begonnen hat. Also zumindest quasi das hintere Ende der Popkritik, wenn er das vordere Ende war. Das ist meine große Freude. Um Authentizität wird es heute Abend in der einen oder anderen Weise auch gehen. Ich fange aber einfach gleich mal an. Genau, da sind wir. Das geht jetzt hier so vor und zurück. Sehr hervorragend, sehr schön. Mit einer Zombie-Geschichte, die ich Ihnen kurz zusammenfasse und auch zum Teil vorlesen werde, damit wir mal in diese komplizierte Materie reinkommen. Es herrscht Aufregung in Entenhausen. Die Bevölkerung ist beunruhigt. Manche trauen sich nicht mehr auf die Straße. Ein Zombie geht durch die Stadt. Die Leute reden, es gibt kaum ein anderes Thema mehr. Dabei herrscht nicht einmal Gewissheit darüber, ob es Zombies überhaupt gibt. Und wenn ja, ob es sich bei ihnen um gefährliche Wesen handelt oder auch nicht. Ein Zombie, sowas gehört eingesperrt, lautet eine Meinung, die auf den Straßen von Entenhausen zu hören ist. Na hör mal, er tut doch niemandem was, er hat nur so einen seltsamen leeren Blick, lautet eine andere. Man weiß nichts Genaues, aber man ist beunruhigt. Das ist sowas ja auch die Lage zurzeit. Bis auf einen notorisch gut gelaunten Entenhausener Bürger, Donald Duck, der glaubt erst in dem Moment daran, dass es Zombies geben könnte, indem er einem von ihnen über die Füße fällt. Genauer gesagt, noch nicht mal dann fällt bei ihm der Groschen. Es steht eben irgend so eine Trantüte vor ihm, ein komischer Typ. Sieht aus, als sei er gar nicht richtig lebendig. Ein dunkler Unhold, der ihm eine hässliche Puppe in die Hand drücken will. Donald spielt zwar nicht mehr mit Puppen, nimmt das Geschenk aber trotzdem an. Na gut, wenn es dich glücklich macht. Daraufhin schleicht der dunkle Unhold weiter und Donald begreift jetzt, oha, alles rennt weg. Das muss der Zombie sein. Und damit beginnt das Unheil. Denn als Donald die hässliche Puppe auf den Bauch drückt, bohrt sich ein darin verborgener Dorn in seinen Daumen. Ihm schwinden die Sinne, er fällt in Ohnmacht und seine drei Neffen Tick, Trick und Track schließen messerscharf, dass Zauberei hier im Spiel ist. Eine Voodoo-Hudo-Puppe hat ihn verhext, titelt das Entenhausener Tageblatt in einer Extra-Ausgabe, woraufhin die Aufmerksamkeit von Donalds Onkel Dagobert Duck erregt wird. Der nämlich sofort begreift, dass der Zombie die verhexte Voodoo-Hudo-Puppe nicht seinem Neffen in die Hand drücken wollte, sondern ihm. Der Zombie hat bloß beide miteinander verwechselt, weil er schon seit 70 Jahren auf der Suche nach Dagobert ist und Donald inzwischen halt ebenso aussieht wie damals der junge Dagobert, an dem der Zombie sich rächen will. Denn Rache ist das Motiv seiner Reise aus dem dunkelsten Afrika nach Entenhausen. Vor 70 Jahren, oh, das ist eins zu weit, pardon,
Vor 70 Jahren wollte Dagobert, er war gerade auf der Jagd, nach seiner zweiten Million in Westafrika eine Gummiplantage errichten. Aber der Stamm der Zudas weigerte sich, ihm sein Territorium zu verkaufen. Darum heuerte ich eine Handvoll Abenteurer an, die die Zudas in den Busch jagten. Nun waren die wütend, besonders ihr Medizinmann, der alte Fuda. Darum beschließt Fuda, Dagobert zu vergiften. Schwarze Magie, harte Drogen, geheime Gifte, das sagt alles. Er praktizierte einen vergifteten Dorn in diese Puppe und hetzte einen Zombie auf Dagoberts Spur. Allerdings hat Fuda den Umstand nicht einberechnet, dass Menschen bzw. Enten auch älter werden, sodass der Zombie nun Donald mit Dagobert verwechselt. Wer immer nur schwarze Magie und okkultes Zeug im Kopf hat, kann nicht mehr logisch denken. Wie gesagt, 70 Jahre lang hat der Zombie gebraucht, um die Voodoo-Hudu-Puppe ihrem vermeintlichen Empfänger zu überreichen, denn Zombies haben ein anderes Zeitempfinden. Sie bewegen sich sehr langsam, mit leerem Blick, scheinbar ohne auf die Außenwelt zu reagieren. 70 Jahre sind jetzt auch genau vergangen, seit diese Comicgeschichte erschienen ist, nämlich im August 1949. Sie heißt Voodoo Hudu und stammt von Karl Barks. Der deutsche Titel in der Übersetzung von Erika Fuchs lautet Voodoo Hudu Zauber oder ein Zombie geht durch die Stadt. Ich stelle diese Geschichte hier in den Anfang, weil sich daran einige wesentliche Motive des Zombiewesens in der populären Kultur zeigen, aber auch, weil sie einen historischen Wendepunkt markiert. Das in der Popkultur, vor allem im frühen Hollywood-Film, gängige Zombie-Bild des unheimlichen, untoten Unholds, der es auf unschuldige Abenteurer abgesehen hat, wird von Karl Barks transformiert in ein Bild des Zombies, in dem dieser zugleich als Täter und Opfer erscheint, als Symbol der Bedrohung und als Symbol des Diskriminiertwerdens und der Erniedrigung. Wesentliche Inspirationen für seine Geschichte hat Karl Barks auch nach eigener Auskunft aus dem klassischen Zombie-Film White Zombie aus dem Jahr 1932 bezogen. Aber seine Transformation des Phänotyps Zombie im Sinne der Verschränkung von Aktivität und Passivität, Täter und Opferschaft, verweist bereits auf die gewissermaßen postmoderne Variante des Zombie-Genres, wie sie dann nochmal knapp 20 Jahre später, 1968, von dem Regisseur George R. Romero in seinem Film Night of the Living Dead vollzogen wird, aber dazu später mehr. Erstmal zurück zu dem Schicksal von Donald Duck und dem Zombie, der im Folgenden auf den Namen Bombi getauft wird. Und zwar von den drei Neffen Tick, Trick und Track, deren Mitleid der Zombie erregt. Denn Bombi hat mit dem Überreichen der Puppe seine einzige Aufgabe erfüllt. Man könnte von einer Lebensaufgabe sprechen, sofern es denn klar wäre, ob der Zombie jetzt lebt oder ob er tot ist oder in welchem Daseinszustand er sich gerade befindet. Ist aber nicht klar, man weiß nur, er ist jetzt traurig und weiß nicht wohin. Darum geht er zu Donald und den drei Neffen nach Hause und stellt sich im Schlafzimmer vor Donalds Bett. Für diesen ist der Zombie die Manifestation seiner schlimmsten Albträume, das Grauen, das sich in körperlicher, physischer Form jetzt bis in den innersten Schutzraum seiner Existenz, in das Schlafzimmer, in den Ort der Träume und des Unbewussten drängt. Donald wird gewissermaßen aus seinem Zuhause vertrieben von Bombi, der eben dort ein neues Zuhause sucht, aber keins findet. So sind in der Begegnung nun beide, die lebende Ente und der untote Zombie, aus der existenziellen Bahn geworfen worden. Die drei Neffen nehmen sich nun des Zombies an und bringen ihn schließlich in seine Heimat zurück, wohin sich auch Donald inzwischen aufgemacht hat, denn er fürchtet, dass der Voodoo-Hudu-Zauber seinen Körper zum Schrumpfen auf Däumlingsgröße bringt und will beim Volk der Suda nach einem Gegengift suchen. Tick, Trick und Track und Bombi reisen ihm, wie gesagt, hinterher, aber bevor es losgehen kann, besorgen die drei Neffen ihrem neuen Schützling erstmal was zum Anziehen, denn er trägt ja bislang nur einen Kittel, der aussieht, als hätte er schon den Brand von Rom mitgemacht. Eine Bekleidung, die wir später auch bei allen anderen Zombies wiederfinden werden. Stattdessen bekommt er jetzt eine alte Uniform übergezogen. Aber nicht irgendeine, sondern eine, die man in symbolischer Weise mit einer der Geburtsstätten des Zombiewesens und der dazugehörigen Voodoo-Kultur verbindet, nämlich mit der Insel Haiti. Nach dort ist die Voodoo-Kultur aus Westafrika, also der Heimat von Bombi, dem Zombie, im 18. Jahrhundert mit dem Kolonialismus und dem transatlantischen Sklavenhandel gekommen. Und die Uniform, die Bombi jetzt trägt, ist ihrerseits ein Symbol des antikolonialen Kampfes.
Es handelt sich nämlich um eine napoleonische Uniform, die ihrerseits zum symbolischen Bekleidungsstück des ersten Königs von Haiti wurde, Henri Christophe. Dabei handelt es sich um einen ehemaligen Sklaven, geboren 1767 auf der Insel Grenada, der in den 1790er Jahren federführend an der haitianischen Revolution gegen die französische Kolonialmacht teilnimmt. Und diese führt zur Umwandlung der Kolonie in den Staat Haiti im Jahr 1804, den ersten unabhängigen Staat in Lateinamerika und den ersten, der durch ehemalige Sklaven geformt wird. Von 1811 bis zu seinem Tod im Jahr 1820 regiert Henri Christophe den Nordteil Haitis als König Henri I. Das heißt, Bombi der Zombie erscheint hier als postkoloniale Figur, als eine Figur, die auf die Geschichte der Versklavung von afrikanischen Menschen verweist, auf deren erzwungene Migration über den Atlantik und auf deren Befreiung. Er kommt selber aus Westafrika und er ist selber versklavt, nämlich von dem Zauberer Fuda, der ihn auf die Reise nach Entenhausen geschickt hat. Zugleich trägt er jetzt eine Uniform der Befreiung, denn mit der haitianischen Revolution beginnt auch die weltweite Geschichte der Dekolonialisierung. Und im Übrigen auch der Aufstieg des Voodoo zu einer symbolisch und politisch aufgeladenen religiösen Praxis. Wie schon gesagt, ursprünglich entstanden ist die Voodoo-Kultur in Westafrika, also dort, wo auch Bombi der Zombie herkommt, etwa auf dem Gebiet des heutigen Benin und Nigeria. Ein wesentliches Element des Voodoo ist der Trance-Tanz als Ausdruck und Gotteserfahrung. Im Tanz sollen die Ahnen und die Götter in den menschlichen Körper zurückkehren. Der Zauberer, der Voodoo-Meister, kann andere Seelen in den eigenen Körper holen. Er kann aber auch die eigene Seele aus dem Körper vertreiben. Ist der Körper seelenlos, wird er zum Zombie. Er hat dann keinen Willen und keine Moral mehr. Er kann als willenloses Werkzeug benutzt werden. Sein Blick ist leer. Wenn er überhaupt spricht, dann ist sein Sprechen subjektlos, und wenn er überhaupt handelt, dann ist sein Handeln nicht von Moral und nicht von Willen geleitet, sondern fremdbestimmt. Auch die haitianische Revolution, also der Beginn der postkolonialen Geschichte, ist eng mit dem Voodoo verknüpft. Den Anführern der Revolution ist nämlich nach eigener Auskunft 1804 der Voodoo-Kriegsgott Ogun erschienen und hat ihnen das letzte Zeichen zum Aufstand gegeben, nach dessen Erfolg Haiti seine Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Frankreich erklären kann. Seitdem und durch das gesamte 19. Jahrhundert hindurch erscheint die Voodoo-Religion für andere Sklavenhalterstaaten und koloniale Mächte als ausgesprochen gefährlich. Vor allem in den USA häufen sich Schreckensberichte über Voodoo-Praktiken unter den freigelassenen Schwarzen oder eben jenen Schwarzen, die ihre Freiheit erkämpfen konnten. Sie bedrohen die weiße Zivilisation mit schwarzer Magie, Kannibalismus und Zombifizierung. Am prominentesten erscheinen solche Schreckensberichte in einem Buch aus dem Jahr 1884 von Spencer St. John, Haiti or the Black Republic. Darin erscheint die Insel Haiti als wildes, schwarz-magisches Gegenbild zu jeder Art der menschlichen Zivilisation. Von diesem Bild lebt auch der erste Hollywood-Film, der die Figur des Zombies auf die Leinwand bringt und einem Massenpublikum zuführt. White Zombie von Victor Halperin aus dem Jahr 1932. Darin spielt Bela Lugosi, der gerade im Vorjahr 1931 als Darsteller eines anderen großen Untoten zu Ruhm gelangt ist, nämlich Dracula, einen Voodoo-Priester namens Mörder Legendre, der Menschen in Zombies verwandeln kann. Er betreibt eine Zuckermühle, in der ausschließlich Zombies arbeiten. Hier sieht man schon, wo dann später in der Sesamstraße Graf Zahl seine wesentliche Inspiration herbekommen hat. Sein Nachbar ist ein reicher Plantagenbesitzer, der sich in eine junge weiße Frau verliebt hat, die wiederum mit ihrem Verlobten auf die Insel gekommen ist, um dort zu heiraten. Weil sie sich seinen Annäherungsversuchen widersetzt, lässt der Plantagenbesitzer sie kurzerhand von seinem Nachbarn, dem bösen Voodoo-Priester, vergiften. Und zwar so, dass sie sich nach ihrer Beerdigung wieder ausgraben lässt und fortan als Zombie weiter existiert. Jetzt könnte also alles gut sein, zumindest für den Plantagenbesitzer, aber der stellt dann doch zügig fest, dass eine Zombie-Frau als Lebensgefährtin nicht das echte Ding ist. Zu allem Überfluss kommt ihm auch noch der Verlobte des Mädchens und scheinbare Witwer gemeinsam mit einem christlichen Missionar auf die Spur. Nach einer Reihe von Verwicklungen sind die bösen Sklavenhalter tot, die Zombies fallen über eine Klippe in die ewige Erlösung hinein. Das zwischenzeitlich zombifizierte Mädchen erwacht wieder zum Leben und fällt ihrem Bräutigam in die Arme. Ob dieser Film rassistisch ist oder nicht, ob er sich nicht gerade als Kritik am US-amerikanischen Rassismus verstehen lässt,
ist in den knapp 90 Jahren seit seiner Veröffentlichung kontrovers diskutiert worden. Einerseits lebt White Zombie natürlich wesentlich von dem ins Unheimliche gewendeten Exotismus seines Schauplatzes und seiner farbigen Darsteller. Andererseits sind es eben weiße Sklavenhalter, die ihren Untertanen den Willen und die Gefühle rauben, um sie versklaven zu können. Der Zombie erscheint als gefühllos gemachtes Wesen, dessen Gefühllosigkeit gerade dazu dient, ihn der industriellen Ausbeutung zu unterwerfen und die Ausbeutung also total zu machen. Darin kann man ein antirassistisches Statement erkennen. Jedenfalls, und damit kommen wir nochmal zum Anfang zurück, ist White Zombie eine wesentliche Inspiration für Karl Barks und seinen Zombie-Comic gewesen. Ihn habe beim Anschauen des Films in den 30er Jahren, hat Barks gesagt, besonders die Gefühl und Schmerzlosigkeit dieser Wesen berührt. Darum erschienen sie ihm, wie er sagt, als Ideal Stooges, als ideale Narren für jedermann, der einen gefährlichen Auftrag widerspruchslos ausgetragen haben möchte. Interessanterweise erscheint Barks Zombie Bombi dann aber eben gerade nicht nur als gefühlloser Narr, sondern als Wesen, dessen Gefühllosigkeit auch Empathie zu erwecken versteht. Wenn auch nicht bei dem seinerseits gefühllosen zynischen Kapitalisten Onkel Dagobert, aber doch immerhin bei seinen drei Großneffen Tick, Trick und Track, die sich aus dem Mitleid mit dem traurigen Wesen heraus auf den Weg zurück in seine Heimat machen. Zwischen White Zombie und dem Zombie Bombi vergehen knapp 20 Jahre und nochmal knapp 20 Jahre ziehen ins Land, bevor jener Film in die Kinos kommt, der unser Bild der Zombies bis heute wahrscheinlich am wesentlichsten prägt, nämlich Night of the Living Dead von George A. Romero. Auch hier sind die Zombies Gestalten, die in unentscheidbarer Weise in einem Zwischenraum zwischen Leben und Tod existieren. Doch es ist jetzt nicht mehr Voodoo-Zauber, der sie in diese unangenehme Lage gebracht hat, sondern vielmehr radioaktiver Niederschlag, der von einer fehlgeschlagenen Raketenmission zur Venus stammt. Dieser Niederschlag führt nun auch nicht dazu, dass sich lebende Menschen in Zombies verwandeln, sondern vielmehr dazu, dass bereits tote Menschen, also Leichen, aus ihren Gräbern wieder auferstehen, um lebende Menschen zu beißen, wodurch sich diese Menschen dann wiederum in lebende Tote, also ebenfalls Zombies, verwandeln. Die Motive der Magie und des Übernatürlichen sind hier also ersetzt durch Motive der technischen Beherrschung der Natur beziehungsweise des Scheiterns dieser Beherrschung und der daraus resultierenden Umweltverschmutzung. Hinzu kommen die Motive des Kannibalismus sowie der Ansteckung und der Seuche, während die Zombie-Geschichten bis dahin in klar umgrenzten Territorien auf abgelegenen Inseln wie eben Haiti spielten, ist hier nun die gesamte Menschheit betroffen. Denn klar ist, wenn sich niemand findet, der die Ausbreitung der Zombie-Epidemie stoppt, dann werden irgendwann alle Menschen gebissen sein und sich in untote Kannibalen verwandeln. Das ist dann das Ende der Zivilisation, die Apokalypse. An diesem Ende ist die Zivilisation aber selber schuld. Das ist gewissermaßen der Twist von Romero, mit dem er seine Zombies zu Spiegelbildern der nicht zombifizierten Menschheit macht. Sie sollen uns Angst machen, aber auch unser Mitleid erregen, unsere Empathie, denn wir wissen, dass jeder von uns im nächsten Moment selber zum Zombie werden kann. Es reicht schon ein kleiner Biss. Und dass sich in der bloßen Existenz der Zombies unsere eigene Kollektivschuld zeigt, die Schuld unserer Kultur und Zivilisation. Das Mitleid mit den Zombies rührt also wesentlich aus unserem Selbstmitleid. Und es gibt für Mitleid mit anderen bekanntlich keine stärkere Motivation als das Mitleid mit sich selbst. Viele Filme, gerade in der ersten Hälfte des Jahrzehnts, also der 70er Jahre, bringen die Schuld zur Erscheinung, die die menschliche Zivilisation auf sich geladen hat, und zwar in ihrem Umgang mit der Natur und mit allen nichtmenschlichen Wesen, das heißt erstmal insbesondere mit Tieren. Das wissen Sie alle, in den frühen 70ern formiert sich das, was man heute Ökobewegung nennt. 1970 wird Greenpeace gegründet, 1972 erscheint der Bericht des Club of Rome über die Grenzen des Wachstums. Die drohende ökologische Apokalypse ist zum ersten Mal ein massenmedial breit bearbeitetes und ausgewalztes Thema. Zunächst aber sind es häufig nicht Zombies, sondern erstmal verbitterte Tiere, die Rache nehmen. Sie wehren sich auf diese Weise gegen die Verschmutzung der Umwelt und die Zerstörung ihrer Lebensräume. Davon erzählt zum Beispiel der Film Frogs aus dem Jahr 1972. Indem eine industriellen Familie ein protziges Anwesen in einer bis dahin unberührten Sumpfgegend erbaut. Die Zugezogenen lassen nicht nur ungeklärte Abwässer in die Lagune laufen, sondern wollen auch sämtliche Frösche der Gegend mit Pestiziden vergiften, weil sie sich von dem lauten Gequake belästigt fühlen.
Daraufhin sammeln die Tiere des Sumpfes sich zur Gegenwehr. Die menschlichen Bewohner der Insel werden von Alligatoren, Schlangen, Spinnen, Geckos und Rieseneidechsen nach und nach massakriert. Das Rache der Naturmotiv wächst sich in den folgenden Jahren zu einem prägenden Genrestrang aus. 1974 erzählt Saul Bass, der als Vorspanndesigner schon Alfred Hitchcocks visionärem Genrevorläufer Die Vögel aus dem Jahr 63 beteiligt war, also erzählt Saul Bass in seinem Regiedebüt Phase 4 von einem Ameisenstaat in der Wüste von Arizona, der nach einem plötzlichen Intelligenzschub den Plan der Menschheitsvernichtung fasst. Und natürlich ist es 1975 ein großer Hai mit sehr großen Zähnen, der in Steven Spielbergs Film Jaws, deutsch der weiße Hai, von einem US-amerikanischen Badestand die dort schwimmenden Menschen erfasst und auffrisst. Das ist Mitte der 70er. Der weltweit erfolgreichste Film, er wird erst 2 Jahre später von Star Wars übertrumpft. Auf Star Wars und seinen untoten Helden Darth Vader komme ich später noch zurück. Weniger erfolgreich als der weiße Hai, aber deswegen nicht weniger erstaunlich, ist der australische Film Long Weekend aus dem Jahr 1978. Der zeigt ein unsympathisches Liebespaar, das bei einem Ausflug ins Grüne alles verschmutzt, was sich verschmutzen lässt und dafür von der empörten Tierwelt völlig gerechtfertigterweise brutal zugerichtet wird. Muss ich mal, das ist das französische Plakat, das finde ich besonders toll. Also da sieht man, was den Menschen droht, wenn sie mit der Natur blöd umgehen. In John Frankenheimers Film Prophecy, Prophezeiung, aus dem folgenden Jahr rächen sich die Tiere in einem Indianerreservat an den Zerstörern ihrer Heimat, weil eine Papierfabrik den Boden mit Quecksilber verseucht, mutieren selbst Waschbären zu blutrünstigen Bestien, wobei man, wie Sie vielleicht wissen, das Aggressionspotenzial dieser nur scheinbar so putzigen Tiere auch in der realen Welt nicht unterschätzen sollte. Die Verschmutzung der Umwelt führt nun aber auch dazu, dass Zombies die Menschen angreifen. Davon erzählt zum Beispiel im Jahr 1974 der spanische Regisseur Jorge Grau. Sein Film The Living Dead at the Manchester Morgue, deutsch, was frei übersetzt, das Leichenhaus der lebenden Toten, handelt von den Nebenwirkungen eines neuartigen Schädlingsbekämpfungsmittels, das im idyllischen Lake District im Nordwesten Englands getestet wird. Leider zerstört das Pestizid nicht nur, wie gewünscht, das Nervensystem von Insekten, sondern erweckt auch menschliche Leichen wieder zum Leben. Der Held des Films ist ein freundlicher Hippie aus London, der neu in der Gegend ist. Wegen seines Aussehens wird er verdächtigt, für die in Wahrheit von den Zombies begangenen Gräuel verantwortlich zu sein. Man unterstellt ihm, der Anführer einer satanistischen Sekte nach Art von Charles Manson zu sein, der damals ja gerade erst ins Gefängnis gegangen war. Sehr schön auch. Dieser Film, der französische Regisseur Jean Rollin, variiert die Geschichte 4 Jahre später in seinem Film Foltermühle der gefangenen Frauen. Hier führt der Pestizidansatz in einem Weingut im Languedoc dazu, dass sich die Winzer und ihre Nachbarn in blutrünstige Bestien verwandeln. Französischer Titel Pestizid. Rollin hat sich übrigens schon Ende der 60er Jahre, das nur am Rande, als Pionier des damals noch neuen Genres der Vampir-Sex-Filme einen Namen gemacht. Mit Filmen wie Dienerin des Satans, Die nackten Vampire und sehr sehenswert Sexualterror der entfesselten Vampire. Also falls wir beim nächsten Durchgang mal wieder bei V ankommen, würde ich gerne mal einen Abend über Vampir-Sex-Filme machen. Das will ich hier schon mal anmelden. Ich bitte darum. Das Zombie-Thema variierte dann nochmal in 1980 in dem Film Sumpf der lebenden Toten. Dieser spielt, wie man vielleicht schon irgendwie an der Figur links oben erkennen kann, während der nationalsozialistischen Besatzung Frankreichs, und erzählt davon, dass eine Gruppe von Widerstandskämpfern der Résistance eine Einheit von deutschen Wehrmachtssoldaten ermordet und die Leichen der toten Deutschen in einem See versenkt. Bei diesem See handelt es sich nun aber dummerweise um eine uralte heilige Opferstätte, was dazu führt, dass die Wehrmachtsleichen nicht endgültig sterben können. Folgerichtig steigen die mumifizierten Nazis viele Jahre später wieder aus ihrer nassen Gruft, um Rache an den Dorfbewohnern zu nehmen. Glücklicherweise interessiert sich der Bürgermeister des Dorfs für okkultistische Praktiken und weiß auch, wie man mit untoten Deutschen umgehen kann. Er kramt ein paar aus dem Krieg übrig gebliebene original deutsche Flammenwerfer heraus und lässt die Nazi-Zombies in einem reinigenden Feuer vergehen. Also gegen Deutsche hilft auch nur deutsches Feuer. Das Wesentliche ist auch hier wieder die Rache.
Die Zombies sind Figuren, die sich an den Lebenden rächen für ein Unrecht, das ihnen angetan wurde. In ihnen kommt eine Schuld zur Erscheinung, die nicht abgetragen wurde. Indem sie Rache nehmen, konfrontieren sie die Gesellschaft mit ihrer unabgegoltenen Schuld. Eine Schuld, die tief im Erdreich begraben werden sollte. Aber weil sie nicht abgegolten ist, kann sie nicht richtig begraben werden. Sie lebt immer noch und drängt zurück an die Oberfläche. So wie die Zombies Menschen sind, die weder lebendig noch tot sind, sondern vielmehr lebendige Tote, die nicht richtig begraben werden und darum zurück an die Oberfläche drängen. Öko-Zombies, Nazi-Zombies, in jedem Fall kann man sagen, dass der Zombie-Boom der 70er Jahre in eins fällt mit einer generellen Krisenerfahrung, einer Krise der westlichen Gesellschaft, die ein Bewusstsein davon gewinnt, dass sie ihre Vergangenheit nicht richtig aufgearbeitet hat und dass sie gerade ihre Zukunft verspielt, dass sie mit ihrem Lebensstil der reinen Gegenwärtigkeit, mit der Verschwendung der Ressourcen und der unablässigen Erhöhung der Geschwindigkeit dieser Verschwendung an ihren eigenen Lebensgrundlagen nagt. Was ihr dabei aus dem Blick gerät, holt in den popkulturellen Fantasien jener Zeit nun zum Gegenschlag aus. Die Zombies, und das ist das Interessante daran, sind dabei gleichzeitig Minitekel wie auch Vorbild der neuen Gegen- und Alternativkulturen. Einerseits bedrohen sie die Menschheit als Ganze, andererseits geben sie auch ein Vorbild dafür, wie die Menschheit der Zukunft schonender mit ihren Ressourcen umgehen könnte. Zum Beispiel durch das Tragen von Second-Hand-Bekleidung, bei der es nicht mehr darauf ankommt, dass sie ordentlich und sauber ist, sondern vielmehr darauf, dass sie möglichst lange getragen wird. Da stört es auch nicht, wenn sich der eine oder andere Fetzen bildet. Diese Zombifizierung des Bekleidungsstils ist Teil einer Symbolik der Renitenz gegen die Wegwerf- und Leistungsgesellschaft. Eine Renitenz, die gerade bei den Ökos der 70er Jahre bis in die individuelle Daseinsgestaltung und Körpersprache hineinreicht. Denn gegen das zunehmende Tempo der Leistungsgesellschaft pflegen die Angehörigen der Gegenkulturen in der zweiten Hälfte der 70er Jahre eine bewusste Entschleunigung. Wenn sie Drogen nehmen, dann handelt es sich nicht mal um psychedelische oder aufputschende Mittel wie LSD oder Speed, wie noch in den späten 60ern und frühen 70ern, sondern bevorzugt um langsam machende Rauchwaren, wie zum Beispiel Marihuana. Die Ökos hören gern langsame Musik, wie den zum Ende des Jahrzehnts zwar nicht aus Haiti, sondern aus Jamaika, aber eben doch wiederum aus der Karibik, über Großbritannien, allmählich auch nach Deutschland gelangenden Reggae. Und sie bewegen sich langsam. Ihr bevorzugter Gehstil ist das Schlurfen. Das verbindet sie nun in positiver Weise mit den Zombies aus den Filmen von George A. Romero und seinen Nachfolgern. Auch die Zombies unterscheiden sich ja von der selbstzerstörerischen Existenzweise der lebenden Menschen auf den ersten Blick durch ihre extreme Entschleunigung und körperliche Stoik. In gewisser Weise übernehmen die frühen Ökos also schon vor der von ihnen befürchteten ökologischen Apokalypse die Körpersprache jener Untoten, die nach dem Untergang der Welt die Herrschaft über dieselbe erlangen werden. Aus dieser Szene entsteht bekanntlich die Partei der Grünen, und da wir uns heute Abend bei der Heinrich-Böll-Stiftung befinden, könnte man also auch sagen, wir sind mitten in Zombiehausen. In der zweiten Hälfte der 70er Jahre beginnt jedenfalls ein wahrer Boom an Zombiefilmen. George A. Romero bringt mit Dawn of the Dead 1978 eine Variation seines Debütfilms Night of the Living Dead heraus, die jetzt wesentlich in einem Einkaufszentrum spielt. Also da sind die Konsum-Zombies, die Peter am Anfang schon erwähnt hat, hier jetzt also zum Fleisch gewordenen Untoten geworden. Das ist das Cover. Und besonders, das wäre nochmal einen eigenen Vortrag wert, besonders italienische Regisseure wie Lucio Fulci überbieten sich mit kurzweilig inszenierten Perversionen und Ekligkeiten aller Art. Der bekannteste Kino-Untote der 70er kommt nun aber interessanterweise gerade nicht aus dem Zombie-Kino, sondern aus der Science-Fiction. Es handelt sich natürlich um Darth Vader, den Superschurken aus dem Film Star Wars von George Lucas, dessen Premiere im Mai 1977 stattfindet. Auch Darth Vader ist schon einmal gestorben und wieder zum Leben erweckt worden. Sein Körper ist zerstört und kann nur mit Hilfe hochentwickelter technischer Prothesen am Laufen gehalten werden. Dank dieser Technik, aber auch dank seiner persönlichen Voodoo-Begabung, er ist ein gefallener Jedi-Ritter und also mit den Kräften der mythischen Macht ausgestattet, ist Darth Vader stärker und dabei auch böser als irgendjemand sonst. Er befehligt eine Armee von gesichtslosen Sturmtruppenkämpfern, die ihm so willenlos gehorchen, wie etwa die Zombies in der Zuckermühle, dem Voodoo-Magier in White Zombie. Alle wesentlichen Attribute der Zombies treffen auf Darth Vader zu, bloß sind sie bei ihm techno-futuristisch reformuliert. Er befindet sich in einem Zwischenzustand zwischen Leben und Tod
Nur dass dieser nicht aus dem Regress in einen animalisch-natürlichen Zustand resultiert, also in die kreatürliche, vorzivilisierte Vergangenheit des Menschen, sondern vielmehr aus einem Progress in die technisch unterstützte Verlängerung des Lebens, also in die Zukunft. Er ist unsterblich nicht deswegen, weil er schon gestorben ist, sondern weil er am Sterben gehindert wurde und sofern er nicht in einem Lichtschwertduell irgendwann mal unterliegt, bis alle Zukunft gehindert werden wird. Heute würde man sagen, Darth Vader ist noch im Leben, weil sein sterblicher Körper mit Enhancements optimiert und unsterblich gemacht wurde. Ansonsten sieht er nämlich, wie wir wissen, so aus. Wie die anderen Zombies ist er eine Figur ohne Moral und mit leerem Blick, bloß dass diese Leere bei ihm nicht aus der Leere der Augen resultiert, sondern vielmehr aus dem Umstand, dass man ihm wegen seiner Maske nicht in die Augen sehen kann. Er ist ein Mensch oder mal ein Mensch gewesen, aber alle Zeichen der Menschlichkeit sind aus seiner Erscheinung getilgt. Auch in Darth Vader zeigt sich das andere der Zivilisation. Auch er ist aus einem Grab wieder hervorgestiegen, um nun ein nichtmenschliches Leben zu leben, dessen Ende nicht durch biologische Alterungsprozesse vorbestimmt ist. Er ist wie die Zombies unsterblich, aber es ist nicht, weil er einen prähumanen Zustand regrediert ist, sondern vielmehr, weil man, wie man heute vielleicht sagen würde, weil er in einen transhumanen Zustand fortgeschritten ist. Darth Vader stellt also bereits vor 40 Jahren einen Zombie-neuen Typs dar. Und mit diesem transhumanen Zombie verbindet sich auch ein anderes Bild der gesellschaftlichen und kulturellen Formation, innerhalb deren Zombies existieren und ihre existenzielle und symbolische Kraft entfalten können. Dieser Zustand ist nicht anarchisch, entgrenzt und entfesselt wie bei den bisherigen Zombie-Apokalypsen, sondern im Gegenteil autoritär und formiert. Darth Vader steht einem Staatsgebilde vor als rechte Hand des Imperators Darth Sidious, das von einer kleinen Elite autoritär regiert wird. Das heißt, er ist als nichtmenschlicher, nicht lebendiger, unsterblich gewordener Mensch ein schweres popkulturelles Zeichen für eine Zukunft, in der die Natur des Menschen ebenso überwunden ist wie die Kultur des gleichberechtigten Zusammenlebens unterschiedlicher Menschen. Es herrscht vielmehr die Technik, das Enhancement, die Optimierung, die optimierte Elite. Wie schon während seiner popkulturellen Genese aus dem Geist des Postkolonialismus und aus dem Geist des Widerstands gegen den Postkolonialismus, ist auch dieser technofuturistische Relaunch der Zombie-Figur untrennbar mit rassistischen Ideologien verbunden. Denn die Vorstellung von einer transhumanen Zombifizierung ist heute eine leitende Utopie für den futuristischen Arm des autoritären Denkens und der neuen Rechten, etwa für jene US-amerikanischen und britischen Denker, die sich in den letzten Jahren unter dem Rubrum der Neoreaktionären oder auch NRX versammelt haben. Mit den neuen Rechten, die wir aus Deutschland und Frankreich so kennen, teilen sie einige grundlegende Glaubenssätze, zum Beispiel eben den Rassismus, also die Vorstellung, dass zwischen verschiedenen Gruppen von Menschen unüberwindbare hierarchische Unterschiede herrschen. Doch während die traditionellen neuen Rechten diese Überzeugung aus der Vergangenheit heraus begründen, die Rassen sind so, wie sie sind, weil sie schon immer so waren und deswegen werden sie auch immer so bleiben, pflegen die Neoreaktionären einen Rassismus, der aus der Zukunft kommt, wie es ihr britischer Vordenker Nick Land in einem einschlägigen Text namens Hyper-Racism aus dem Jahr 2014 formuliert hat. Ihnen geht es nicht um die Bewahrung einer historisch gegebenen rassischen Diversität, sondern vielmehr um die Optimierung der Menschheit durch Technik zwecks Erschaffung einer zukünftigen Superrasse. Deswegen sind sie auch gegen jede Entschleunigung. Das unterscheidet sie von den Gegenkulturen der 70er Jahre und den dazugehörigen Zombies, Ökos und Grünen, aber auch vom konservativen Denken in seiner überkommenen Form. Denn die Neoreaktionäre lehnen den globalisierten, neoliberalen Turbokapitalismus nicht ab, sondern begrüßen ihn und wollen ihn in seiner Geschwindigkeit sogar noch steigern, also akzelerieren, um damit unter anderem seine Selektionskraft voll auszuschöpfen. In der ultimativ spezialisierten Gesellschaft der Hypertechnologien können nur noch die intelligentesten und durchsetzungsstärksten Individuen in die Eliten aufsteigen. Und weil sich in der Welt dieser Eliten Arbeit und Privatleben ohnehin inzwischen komplett durchdringen, paaren sich die Angehörigen dieser Digitalintelligenz auch nur noch untereinander. Durch dieses Assortative Matching, so nochmal Nick Land, erhöht sich die genetische Qualität der sozialen Eliten auf evolutionäre Weise von selbst. Ein Vorgang, der dann durch die technischen Fortschritte in der Gentechnik und Medizin wie auch in der Pränataldiagnostik wissenschaftlich unterstützt werden kann.
Kulturelle Selektion durch Elitenbildung plus biotechnische Optimierung des Körpers, damit streben wir auf den Zustand des Transhumanismus zu, wie etwa der neoreaktionäre Theoretiker Michael Anisimov schreibt. Wobei der neue Mensch, der ihm vor Augen schwebt, auch noch nanotechnisch derart optimiert ist, dass er jedem naturbelassenen Vertreter der Spezies unweigerlich überlegen ist. Was natürlich auch Risiken mit sich bringt. Schon bald, so Anisimov, wird es möglich sein, mittels nanotechnischer Implantate aus Menschen unbesiegbare Kampfmaschinen zu machen oder mit anderen Worten technisch optimierte Zwischenwesen ohne moralische Verantwortlichkeit, also wiederum Zombies, die jedem naturbelassenen Menschen zwangsläufig überlegen sind. Darum ist es von allgemein überlebenswichtiger Bedeutung, dass die Eliten die Macht übernehmen, weil diese neuen Technologien auf keinen Fall in die Hände der ungebildeten und moralisch unzuverlässigen Massen gelangen dürfen. Die Gesellschaft der Zukunft muss das fortgeschrittenste Wissen zum Schutz aller in den Händen weniger konzentrieren. Ihre Regierungsform darf man sich also nicht mehr als Demokratie vorstellen, sondern eher als feudalistisches System, das von transhumanoiden Eliten gelenkt wird. Dieser Gedanke wird ausführlich dargelegt in der Geschichtsphilosophie, die nochmal Nick Land, hier nochmal irgendwie ein, so stellt er sich im Internet dar, in seinem Essay The Dark Enlightenment aus dem Jahr 2012 entwirft. Da sehen wir schon, Voten nicht, aber dafür Monarchie. Daran streitet Land gegen den großen Irrtum des abendländischen Denkens, dass nämlich dieses den Prozess der Aufklärung mit der Durchsetzung demokratischer Staatssysteme verbindet. In Wahrheit habe die Demokratie dem Fortschritt der Aufklärung, verlernt heißt das, der naturwissenschaftlichen Erforschung der Welt und der Verbesserung der menschlichen Biologie durch neue Technologien immer im Wege gestanden, denn zu kompliziert seien die Entscheidungsprozesse und zu groß der Anteil jener, die ohne entsprechende Qualifikation mitentscheiden. Deswegen hemmt die Demokratie die Geschwindigkeit der evolutionären Entwicklung. Diese sei ja darauf angelegt, das eigene Tempo immer weiter zu erhöhen, sich gewissermaßen selber zu akzelerieren. Wolle man die Gedanken der Aufklärung endlich zu sich selbst kommen lassen, so braucht es den Mut zu einem Dark Enlightenment, einer dunklen Aufklärung, die überkommene demokratische Form durch einen futuristischen Autoritarismus ersetzt und zugleich die innovativen Kräfte des Kapitalismus komplett entfesselt. Das klingt vielleicht alles nach Science Fiction, aber es beschreibt auch nicht schlecht das Selbstverständnis der aktuellen Silicon Valley-Eliten und die feudalen Herrschaftsformen, die sich dort bereits ausgebreitet haben. Denn was anderes ist, sagen wir, Facebook als die Rückführung einer einstmals demokratischen Kommunikationsform in ein monarchisches System mit Mark Zuckerberg als mal mehr, mal weniger gütigem Herrscher. Seine Eliten und er können jedenfalls von niemandem mehr abgewählt werden. Und das ist auch gut so, wenn man dem Denken der Neoreaktionären folgt. Für sie ist der ideale Herrscher der Zukunft. So hat es der neoreaktionäre Blogger Curtis Yarvin alias Mensches Moldbug formuliert, kein demokratisch gewählter Präsident mehr, sondern ein aufgeklärter CEO-Monarch wie zum Beispiel Elon Musk. Nicht zufällig träumen Musk und andere Potentaten der Gegenwart wieder von bemannten Missionen zum Mars. Angesichts der eskalierenden Zerstörung unseres Planeten müsse man sich, hat Musk vor einer Weile schon gesagt, schon jetzt nach einer neuen Erde umsehen, auf die man die Menschheit dereinst umsiedeln kann. Beziehungsweise ein Teil der Menschheit, denn vor der Auswahl in die elitäre Gilde der Astronauten muss ja eine ultimative Selektion stehen, wie der Evolutionsbiologe Gregory Cochrane schreibt. Nur weit überdurchschnittlich intelligente und gesunde Menschen vermögen den widrigen Verhältnissen in Raumschiffen und auf anderen Planeten zu trotzen. Darum werden die Astronauten der Zukunft nichts anderes als die Krone der Schöpfung darstellen. Der Rest bleibt, so wiederum eine Formulierung Nick Lands, als Refuse, also als Abfall, auf der von Umweltkatastrophen dann endgültig verwüsteten Erde zurück oder man könnte auch sagen, als Zombies. Das Zombiewesen der Zukunft spaltet sich also in zwei Teile. Es gibt die technofuturistisch optimierten Supermenschen, in denen das Menschliche sich mit dem Nichtmenschlichen in evolutionär, progressiver und elitärer Weise verbindet. Und es gibt die anderen, die alten Menschen, die durch das bloße Dasein dieser neuen Supermenschen auf den Status minderwertiger Existenzen zurückgestuft werden. Während die Techno-Zombies zum Mars oder anderswo als nach einem neuen Haiti streben, nach einer magischen Insel, auf der sie ein neues Eden nach ihren Vorstellungen aufbauen können, bleiben die nicht optimierten, naturbelassenen Menschen als Vertreter einer kreatürlichen Stagnation in ihrem lebens- und wertgewordenen Heimatterritorium zurück. Die Welt gehört dann den Zombies. Das letzte Wort im Zusammenhang soll noch einmal Dagobert Duck gehören. Er sagt es zu Donald, als er mit einem kleinen Handgeld ausstattet für die Reise nach Afrika, wo Donald versuchen will, den Voodoo sauber zu brechen. Fahre zum Teufel, ich meine nach Afrika, aber eins wollte ich dir immer schon sagen. Du bist wirklich nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Goethe, falls du es nicht weißt, der Mann fand immer die richtigen Worte, aber jetzt raus.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen. Ich glaube, wir sind zombie-historisch jetzt ganz gut im Film. Zumindest so gut, wie das in 45 Minuten geht. Und vielleicht überlegen Sie sich schon mal, was Sie gerne fragen würden oder was Sie an Anmerkungen haben. Was ich dich ganz gerne noch mal fragen würde, Jens, weil das ja jetzt, sagen wir mal, stark aus der Geschichte der Populärkultur kam und auch noch mal einen kleinen Ausblick warf. Wie ist es eigentlich sozusagen mit der Konjunktur, mit der popkulturellen Rezeption von Zombies jetzt gerade? Das wollte ich noch mal fragen, weil da war ich mir irgendwie unsicher. Also es gab ja, also zum Beispiel The Walking Dead war ja noch mal ganz, ganz wichtig vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, ob jemand... Immer noch wichtig, oder? Immer noch wichtig. In der neunten Staffel, wenn das richtig ist. Genau. Ich fand das auch interessant, ich weiß nicht, ob das hier jemand interessiert, dass bei Game of Thrones ja diese Zombies noch mal irgendwie eine starke Metapher waren, jenseits der Mauer sozusagen. Und jetzt habe ich mich irgendwie gefragt, aber vielleicht ist diese Art von Zombietum 2019 vielleicht doch etwas antiquiert, weil das doch, also ich habe mich gefragt, ist jetzt eigentlich der Cyborg der neue Zombie? Weil du ja am Ende auch ganz stark diese Digitalisierungsfrage oder diese technologische Entwicklung angesprochen hast. Ist eigentlich der Zombie, so wie wir ihn kannten, noch interessant gerade? Ja, ich glaube, da kommen verschiedene Dinge zusammen. Also du hast ja Game of Thrones erwähnt, das ist ja interessant, dass es eine Serie ist, die wahnsinnig erfolgreich ist, die Romanverlage kommt ja ihrerseits aus den 70ern. Also das ist ja eigentlich ein sehr alter Stoff. Stimmt es? Ja. Aus den 70ern? Ja. George R. Martin, ja klar. Also er kommt jetzt mit dem Schreiben gar nicht nah. Aber die ursprüngliche Vorlage, dieses Lied von Feuer und Eis, wie das irgendwie als schon als in den 70ern an? Also die Wurzeln dieses ganzen Epos liegen in den 70ern. Und man sieht, glaube ich, dann so, gerade an dem Beispiel, ganz interessante Korrespondenzen zwischen der Lage in den 70ern, die wir da hatten, und der Lage, die wir heute haben. Also ich glaube, es gibt dann schon so eine ähnliche Krisenerfahrung, das ist das eine. Also auch das andere, was irgendwie ausgeschlossen werden muss. Also natürlich Mauern sind irgendwie gerade ein sehr, weiß ja jeder, gerade sehr, sehr, sehr zentrales Symbol. Also die feindliche Außenwelt, die Zombies, die halt irgendwie in diesem, also das ist ja quasi das Haiti ist ja die gesamte Außenwelt irgendwie da in der Welt von Game of Thrones. Das ist, glaube ich, das, also es muss was ausgeschlossen werden. Wesentlicher Teil der aktuellen Konjunktur der Zombies kommt dann einerseits sicher bei Walking Dead. Das ist ja auch wiederum quasi ein Reenactment irgendwie so des klassischen Zombie-Apokalypse-Stoffes, wie er auch in den 70ern, frühen 80ern spielen könnte. Damals waren halt also es gibt dann nochmal so eine Konjunktur in den 80ern, die sich dann eher so als nochmal so als Spiegel der sich ausbreitenden AIDS-Epidemie angesehen werden kann. Also Epidemien und Seuchen sind ein ganz starkes Thema in den frühen 80ern. Bei Walking Dead geht es ja eher darum, wie man damit umgeht, dass man zu den letzten Überlebenden gehört. Also da spielt ja jetzt so dieser klassische Zombies-Blätter und die Auseinandersetzung mit den Untoten gar nicht so die zentrale Rolle, sondern eher so, wie man sich als Gesellschaft organisiert irgendwie und wie man das quasi seine Menschlichkeit behält in einer Welt, die irgendwie unmenschlich wird. So. Und ich glaube, ein ganz wesentlicher Aspekt des aktuellen Zombie-Wurms kommt natürlich aber auch aus Computerspielen, wie zum Beispiel aus Minecraft oder aus Fortnite, wo im Zweifelsfall dann irgendwie Zombies ja aber eher so als Wesen auftauchen, die man irgendwie unbedenklich abknallen kann, weil die haben ja eh keinen Schmerzempfinden. Also da ist gerade also die Empathie, die man, also in so Fällen wie dann zum Beispiel bei Night of the Living Dead oder dann auch in dieser Barks-Geschichte, die man dann mit Zombies spielt, ist da ja komplett ausgeschaltet. Das heißt, die übernehmen dann eher die Rolle
die dann in den auch späten 70ern dann so Außerirdische hatten. Also die ersten Videospiele, die in Massenverbreitung fanden, Space Invaders, das fiel dann so außerirdisch vom Himmel, die konnte man irgendwie abknallen, weil Außerirdische sind ja keine Menschen, sind darum irgendwie, sind darum Kanonenfutter. Genauso werden halt jetzt, denke ich mal, die Zombies operationalisiert in diesen Videospielen. Also das bringt mich auch noch mal auf eine sehr allgemeine Frage. Ich weiß gar nicht, ob die sich so beantworten lässt, aber man könnte ja sagen, dass diese drastische oder so Konjunkturen drastischer Popkultur irgendwie in der Parallelität stehen zu so einem gesellschaftlichen Krisenempfinden. Das war ja so ein bisschen deine These. Kann man wahrscheinlich, was zum Beispiel dieses Naturmoment angeht, auch nochmal gut in die 50er Jahre zurück, also Godzilla, Tarantula, Formicula, das waren so die Filme, die ich schauen durfte in den 80ern. In den 50ern. Die ja auch schon dieses Natur-Revenge-Motiv hatten. Man könnte ja aber auch sagen... Ja, nicht ganz, aber wenn ich da kurz unterbrechen darf, weil da waren es ja fast immer Tiere, die dann halt durch Mutation, also dieses klassische Superhelden, also wie Spider-Man, der dann durch Mutation dann irgendwie zu einem genau, anderen nur Riesen, dass sie halt auch eigentlich nichts Gutes im Schild führten. Ja, aber die waren vor allem unkontrollierbar. Das ist der Unterschied zwischen den 50ern und den 70ern. In den 50ern hatte man Angst vor dem Unkontrollierbaren, in den 70ern eher davor, dass Rache genommen wird. Also dieses Rachemotiv ist, glaube ich, wirklich irgendwie... Okay. Paradigmatisch neu in den 70ern. Einverstanden. Trotzdem wäre meine Frage jetzt nochmal, inwieweit, also jetzt wirklich, ich meine, es ist sehr schwer, und das ist ja so ein bisschen am Ende die Übung auch unserer Vortragsreihe, jetzt auf die Gegenwart zu schauen, weil man riecht sich ja nicht, wie das Sprichwort heißt. Also da ist ja der Abstand sehr gering. Das ist natürlich im Nachhinein immer leichter. Aber sozusagen die diagonale These könnte ja sein, dass sozusagen der popkulturelle Drang zur Drastik eher nachlässt in drastischen Zeiten und sich eher ausprägt in Zeiten, in denen man vielleicht auch so ein bisschen mehr Muße hat zur Drastik. Also das habe ich mich gefragt, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn man mal so die letzten Jahre nimmt, ist es eigentlich so zumindest an der popkulturellen Oberfläche doch vielleicht wieder etwas biedermeierlicher geworden. Kann man das sagen? Da wäre ich jetzt nicht so sicher. Ich glaube, die Drastik hat sich eher... verlagert, ne? Also ich meine, die Drastik ist doch jetzt eher so in die Rhetorik übergegangen, oder? Ich meine, nicht in die fiktionale Rhetorik, sondern in die reale, oder? Ja. Würde ich jetzt spontan mal sagen, wobei ich nicht sicher bin, dass ob man das jetzt so eins zu eins irgendwie in, also man hat natürlich dieses eine Beispiel von Lucio Fulci gezeigt, irgendwie, also natürlich eine sehr, sehr ausgeprägte Form von drastischen Schocks, Splatter-Momenten, also was gerade in den, so im Verlauf der 70er Jahre sich halt irgendwie steigert und dann halt in so eine sich quasi so selbst steigernde Welle hineingerät. Aber es muss eigentlich immer noch mal eins draufgesetzt werden, absolut, um da irgendwie im Spiel zu bestehen, bis in die frühen 80er irgendwie. Während dann in den 80ern dann eigentlich dann eher wieder so klassische Serienmörderfilme übernehmen. Also da kehrt dann so das, was so vor den Zombies, also diese ganze Charles Manson, Ed Gein, Genealogie, tritt dann eigentlich so in den 80ern nach dem Abflauen dieser Zombie-Seuchenfilme dann wieder auf den Plan. Henry Potter, The Serial Killer etc. Ich glaube, dass man das eben nicht... Ich glaube, da gehen einmal so, einerseits spiegelt sich sowas wie Gesellschaftsgeschichte, andererseits gibt es auch immer so ganz gewissermaßen so autopoetisch funktionierende medienhistorische Entwicklungen, die auch dann durchaus stark abgekoppelt sind von gesellschaftlichen Entwicklungen. Also gerade die Entwicklung von Genrefilmen irgendwie lässt sich, glaube ich, nur sehr vermittelt irgendwie abbilden auf jetzt Krisenerfahrungen nicht. Also vielleicht so in so bestimmten Impulsen. Also ich glaube schon, dass so ein Jahr wie 68 als Kickstart, Night of the Living Dead, Vietnamkriegserfahrung etc., Rassismus in den USA natürlich eine große Rolle dafür spielt, dass Romero mit diesem Film so einen wahnsinnigen Erfolg hatte für so eine Underground-Produktion. Aber danach beginnt natürlich dann auch sowas wie so ein sich selbst perpetuierendes Mobile, ne?
Eine Frage, die ich noch abschließend dir gerne stellen wollte, weil du ja jetzt wahrscheinlich auch noch mal so ein bisschen recherchiert hast oder dich so ein bisschen noch mal rein vertieft hast. Also ich könnte, also was ich sozusagen auch so ein bisschen sozialphilosophisch oder lebensphilosophisch wahnsinnig interessant finde bei der Zombie-Figur, ist eigentlich diese fast schon zeitlose Frage, sozusagen, wie eigentlich Subjektivität, menschliche Subjektivität umgeht mit Körperlichkeit und Endlichkeit. Und vielleicht ein kleiner Werbeblock von meiner Seite: mein absolut allerliebster Zombie-Film unter diesem Gesichtspunkt ist natürlich Carnival of Souls von Herk Harvey, der ja eigentlich letztlich nichts anderes ist als so eine Meditation auf den Umgang mit dem Ausfall, würde ich jetzt mal sagen, so von Subjektivität oder von Körperfunktionen, die zu Subjektivität führen, im Angesicht des Todes. Ich sage das mal so. Und meine Frage wäre, du hattest es ja auch angedeutet, gibt es eigentlich jenseits dieses Films noch Filme, also ich muss fast sagen, jenseits dieses Films und Karl Barks noch Beispiele für sozusagen irgendwie gute Zombies oder Zombies, die nicht braindead sind, sondern eigentlich nette Zombies? Ja. Da wird genickt, ich gebe mir ins Publikum weiter. Wir hatten eben was von George Romero gehört. Ja. Genau. Genau. Day of the Dead, ja. Genau, stimmt. Da gibt es ein Mikrofon. Danke. In dem Day of the Dead gibt es so einen empathischen Zombie, der von so einem Arzt sozusagen überwacht wird und der Sachen beigebracht bekommt. Zum Beispiel Musik hören. Der hört irgendwas von Mozart oder Bach, ich weiß es nicht mehr genau. Und der ist in der Lage, sich so ein bisschen zu entwickeln im Rahmen seiner Möglichkeiten, bis er dann von irgendjemand super bösem von dem Militär halt abgeknallt wird. Und okay, das ist halt ein Beispiel, finde ich, für, ob es jetzt ein guter Zombie ist, weiß ich nicht, aber für einer, der eine gewisse Empathie hat und halt keine Leute auffressen will, sondern der einfach gefesselt da in diesem Militärlager sich befindet. Das ist ja dann gewissermaßen das Gegenbild zum Schluss von Night of the Living Dead, wo gewissermaßen der einzige Überlebende, der empathische Mensch, auch noch irgendwie dann der einzige Farbige in dem Rahmen, irgendwie, der wirklich versucht, irgendwie diese kleine Gruppe in diesem Haus gegen die Zombies zu verteidigen, dann am Schluss vom Militär erschossen wird, weil sie ihn für einen Zombie halten. Mhm. Also, diese Unschärfe. Wer jetzt als Mensch erkannt wird und wer nicht, und wer als Zombie erkannt wird und wann dann ein Zombie wieder zurück zum Menschen werden will, das dreht sich bei Romero so im Kreis, das stimmt. Mhm. Sehr gut, dass Sie sich einmischen, und ich halte jetzt auch die Klappe, Jens Balzer vorläufig auch. Genau, und reicht einfach das Mikro rum, wir gehen dann irgendwann mal wieder nach vorne. Ja, vielen Dank für den sehr erhellenden Vortrag. Also noch zu dem, was der Vorredner gesagt hat, die späteren Romero-Filme, die gehen ja ganz in Richtung Integration. Also da werden ja dann die Zombies sozusagen als gleichberechtigte, aber eben nur anders agierende Wesen dargestellt. Und man sagt, okay, wir leben unser Leben irgendwo und ihr müsst schauen, dass ihr halt euer Leben, unter Anführungszeichen, natürlich immer lebt. Also die Integrationsdebatten haben wir dann ja auch in den Zombie-Komödien zum Beispiel, ne, wo sich dann Ehepartner ihren Zombie zu Hause noch halten und sich nicht treffen wollen. Stimmt, das ist noch ein Strang, den ich gar nicht erwähnt habe. Das sind in den 80ern dann diese ganzen Teenager-Komödien mit Zombies auch, ne, zum Thema. Das kommt natürlich auch, ja. Aber dann noch eine grundsätzliche Frage. Also Sie haben ja den Zombie sozusagen gentrifiziert oder ihm eben dann eine Elite-Existenz in Aussicht gestellt, indem sie Darth Vader eben als Zombie interpretiert haben. Aber da würde ich schon nachfragen, also ich bin jetzt in der Star Wars-Exegese nicht so bewandert, aber ist denn Darth Vader wirklich gestorben? Das geht zumindest aus den Filmen nicht hervor.
Und eben auch sein, und ist er denn unsterblich geworden? Eigentlich auch nicht, er altert ja unter dieser Maske. Und das ist ja auch etwas, was eben dann diese dunklen Lords ausmacht, dass sie durchaus auch sterblich sind. Oder auch wenn man noch so aufgerüstet wird, dass man dann auch sterblich bleibt. Also deshalb sehe ich eigentlich diesen Zusammenhang nicht. Und ich würde eher sagen, Zombie ist doch traditionell tatsächlich eben eher ein Bild eben einer Bevölkerung, die ungebildet ist, die sich den Systemzwängen beugt und in der wir alle drohen, aufzugehen. So, also das ist ja das klassische Bild, darauf sind Sie ja relativ wenig eingegangen. Und das lebt ja fort eben in diesen Produktionen von The Walking Dead und auch eben den meisten Zombie-Filmen, die heute eigentlich noch produziert werden. Dankeschön. Jens, ich würde sagen, wir heben uns die Frage kurz auf, damit das ein bisschen jetzt das Publikum zu Wort kommt. Bitte schön. Politik und Popkultur heute im Titel. Ich habe, glaube ich, für beides ein Beispiel, gerade was Empathie angeht. Popkultur, da gab es vor ein paar Jahren, kurz nach Twilight, den Film Warm Bodies. Da geht es um einen Zombie, der das Hirn eines Mannes verzehrt und dadurch dann Gefühle für die Freundin des Mannes, den er umgebracht hat, entwickelt. Und das schwappt so ein bisschen auf den über. Und politisch gesehen war das ganz interessant, dass im 18. Jahrhundert der Wiedergänger-Nachzehrer-Glaube recht aktiv praktiziert wurde, vor allem im osteuropäischen Raum. Und da gab es dann ein kleines politisches Eklat zwischen Österreich und Preußen, weil wir eigentlich ja zu der Zeit in der Aufklärung waren. Und von preußischer Seite wurde dann vorgeworfen, naja, wenn ihr da jetzt was gegen tut und da Leute hinschickt, dann akzeptiert ihr ja eigentlich, dass das existiert. Und das ist ja sehr anti-aufklärerisch. Aber das war dann halt ein politisches Instrumentarium, weil das ja nichts an dem Fakt ändert, dass zu der Zeit Leute im ländlichen Bereich teilweise stark dem Glauben nachgingen und irgendwie damit umgegangen werden musste. Also es wurden ja sogar Mediziner hingeschickt, die da sehr ausführlich auch drüber geschrieben haben, da auch teilweise dann wieder den Seuchenkontext mit drin hatten. Also da hing das dann auch schon stark zusammen, dass die wiederkommen, irgendwie was mit Krankheiten zu tun haben. Und das wurde ja dann auch in den 20ern nochmal mit Nosferatu aufgegriffen, wo es ja auch ganz klar ist, der ist der Pestbringer. Vielen Dank. Es kommen alle dran. Ja, ich würde kurz noch was fragen. Hier, hallo. Ja. Genau, ich hätte mal eine Frage. Und zwar würde ich gerne mal wissen, es gab Anfang der Tausender, Mitte der Tausender so einige Zombie-Filme, wo die Zombies dann ganz schnell gerannt sind und ganz wütend waren. Und also ich würde gerne mal wissen, warum die da in ihren Augen so wütend und so schnell waren, weil die das vorher nicht waren. Sehr gute Frage. Jens, kannst du dir das eigentlich alles merken? Oder sollen wir mal... Eine geht noch. Okay, dann machen wir eine, dann gehen wir nach vorne und dann machen wir weiter. Christine, du hast das alles im Blick. Ich wollte mal, wurde eben das Stichwort Lebensphilosophie genannt. Da will ich das Stichwort Ernst Bloch, das Prinzip Hoffnung. Und er sprach im Prinzip Hoffnung... die zwei Seiten, also zwei Seiten einer Medaille bezogen auf Hoffnung des Menschen, nämlich die regressive Dimension von Hoffnung und die kritisch emanzipative Dimension. Und bezogen auf die Kulturprodukte sind erstmal sowas wie die regressive Dimension, um sich Mut zu machen, um also Trost zu finden, im Märchen und anderen Kulturprodukten. Und er unterscheidet auch zum Beispiel in diesem Fall Kulturprodukt des Märchens, des Volksmärchens da speziell, also jetzt nicht Grimm, sondern die Volksmärchen im Gegensatz zu den reaktionären Sagen. Und da wollte ich jetzt fragen, wie vor diesem Hintergrund, würden Sie das einschätzen, bezogen auf warum so bestimmte Spezies diese Art von Popkultur bevorzugen, um halt den Alltag besser zu bewältigen und so weiter. Was ist daran möglicherweise kritisch emanzipativ oder was ist im Sinne von,
von dem Altertum her eher in Richtung Sagen und Mythologien und so weiter und damit eher reaktionär. So, das würde ich gerne fragen. Das ist doch irgendwie verschiedene Fragen. Ich will erstmal versuchen, auf die Darth Vader-Frage einzugehen. Mich hat es interessiert unter dem Aspekt des Untoten. Also wir gingen ja, es ist ja ein Abend, der wie Zombies heißt, aber auch das Untote in Politik und Popkultur behandeln soll. Natürlich ist Darth Vader nicht gestorben, aber auch nicht alle Zombies, da gibt es ja auch unterschiedliche Variationen irgendwie in der Zombie-Phänomenologie, müssen wirklich sterben, bevor sie wieder irgendwie ins Leben zurückkommen können. Also es ist ja auch zum Beispiel bei White Zombie, also in den frühen Zombie-Filmen, die sind ja nicht tot, sondern die sind einfach, genau wie dann auch der Zombie bei Karl Barks, irgendwie durch einen Zauber verhext und in eine andere Existenzstufe gebracht. Also auch dieses Sterben müssen und wieder dieser Reinkarnationsgedanke ist jetzt nicht konstitutiv für die Zombies. Konstitutiv ist hingegen die Unentscheidbarkeit zwischen dem Menschlichen und dem Nichtmenschlichen und dem Lebenden und dem Toten. Und das scheint mir doch bei Darth Vader ein ganz zentraler Punkt zu sein. Also er ist irgendwie, wir haben dann in Episode 3 dann irgendwie später erfahren, dann halt irgendwie quasi im Feuer, in der Feuerglut fast ums Leben gekommen ist, ausschließlich durch diese technischen Enhancements am Leben erhalten irgendwie und kann natürlich mit, soweit ich das auch jetzt überblicke, irgendwie so, dass das Star Wars-Universum ist damit auch tendenziell unsterblich, es sei denn, das habe ich auch gesagt, er fällt einem Lichtsäbel-Duell zum Beispiel mit seinem Sohn zum Opfer irgendwie. Aber diese tendenziell unsterblich machende Lebensverlängerung, die in dieser Figur steckt, ist ja eine Form von Untotsein, die sich dann halt nicht irgendwie ins regressiv-animalische oder prämenschliche oder wie auch immer man das formulieren will, irgendwie orientiert, sondern halt irgendwie in eine Zukunft der technischen Lebensverlängerung. Irgendwie. Also quasi eine Wendung des untoten Gedankens, des Zombie-Gedankens ins Technofuturistische. Das scheint mir irgendwie für Darth Vader ein ganz zentraler Punkt zu sein. Und natürlich ist er auch in der Art und Weise, wie er inszeniert wird, irgendwie als absolut Böses, Nichtmenschliches, außerhalb irgendwie der, wie auch immer, menschlichen Wahrnehmbarkeit stehendes Wesen, das dann ja später sogar nochmal so eine Art Jesus-Variante irgendwie, also diese messianisches, also nur weil Darth Vader mit seinem Sohn einmal durch diese Schlaufe irgendwie der Erniedrigung und dann des Kampfes gegangen ist und dann am Ende dann irgendwie doch stirbt, nur dadurch kann dann gewissermaßen die weiße Seite der Macht irgendwie sich an der Schwarzen so weit irgendwie definieren, dass sie gewissermaßen zumindest für eine kurze Zeit wieder die Herrschaft im Universum übernimmt. Also das scheint mir schon relativ nah irgendwie an dem Gedanken zu sein, den man aus dem Zombie-Universum so kriegt, nur halt irgendwie gedreht ins Technofuturistische. Sie können gerne widersprechen. Aber vielleicht sollten wir uns auch nicht zu lange jetzt an Star Wars aufhalten. Ja. Ich glaube, ich weiß, bin mir auch gar nicht sicher, ob alle wissen, worum es genau geht. Ja. Ich würde sagen, wir nehmen die Frage sein, mal mit. Ja, also Zombies genau. Halt sich nicht rehumanisieren können und nicht wieder zum sinnlichen Objekt oder überhaupt menschlich werden. Okay, es gab ja noch ein paar andere Fragen. Aber Jens, du kannst auch gerne nochmal. Warum die Zombies irgendwann an zu laufen fangen, kann ich offen gestanden auch nicht sagen. Irgendwie. Also das scheint mir irgendwie... Eben wurde darüber gesprochen, dass die Zombies in den 70ern ja so geschlurft sind, was ja ein bisschen so dieses Ding mit den Hippies war, die dann anstatt Speed zu nehmen gekifft haben. Und ich glaube, 28 Days Later war der erste Film, wo die Zombies gerannt sind. Und das war, als die Gesellschaft anfing, immer stressiger zu werden, als das geschah, was wir heute sehen als
alle geraten in so ein Hamsterrad rein. Es war vorbei, dass man irgendwie so ein Hängemattenleben hatte. Und ich habe immer überlegt, ob das damit zusammenhängt, dass die Zombies auch anfangen zu rennen, wie der Rest der Menschheit. Weil wir hatten das ja jetzt, dass Zombiefilme immer so ein Spiegelbild der Gesellschaft sind. Und das würde dann so passen. Weiß aber nicht, ob das stimmt. Das ist so meine eigene Theorie. Aber wir haben ja zum Beispiel von wann ist Shaun of the Dead? 2008 irgendwie? Also so, da gibt es ja, also nicht, also einer der denken wir auch so zentralen Zombie-Filme dann der Nullerjahre als auch als Komödie, da gibt es ja diese wunderbare Einstiegsszene, wo halt morgens alle irgendwie so zur Arbeit schleichen irgendwie und im Grunde genauso aussehen wie Zombies und deswegen fallen so nach dem Frühstück dann halt irgendwie zum Bus oder zur Bahn und so. Und darum fallen die ersten Zombies, die da auftauchen in diesem Vorort, gar nicht weiter auf, weil die sich genauso bewegen wie der durchschnittliche Büroangestellte auf dem Weg dann irgendwie zu seinem Büro. Also da war dann gewissermaßen so diese komödiantischen Variante die Entschleunigung wieder ein ganz zentraler Punkt. Ich glaube, es war noch eine interessante Frage, genau, die Sagen und der Ernst Bloch. Also ich habe die Frage so verstanden, inwieweit ist das eigentlich so ein reaktionärer Eskapismus in eine Sagenwelt und inwieweit ist es wirklich irgendwie ein emanzipatorischer Impuls? Das ist natürlich letztlich so die letzte aller poptheoretischen Fragen, die man so immer zu stellen hat. Aber sagen wir mal, mit Blick auf dieses Zombie-Revival, wie würdest du das sehen? Ist es Kulturindustrie, regressive Kulturindustrie oder ist es irgendwie notwendig? Ich weiß gar nicht, ob das ein Widerspruch ist. Das ist ja das Interessante an popkulturellen Phänomenen aller Art, dass sie also in den meisten Fällen emanzipatorisch und reaktionär sind. Natürlich kann man irgendwie kann man auch Night of the Living, also wenn wir gestern mal zu dem Beispiel, das wir schon hatten, irgendwie zu Night of the Living Dead zurückgehen, dann kann man das auch für einen wahnsinnig reaktionären Film halten, weil der irgendwie nur auf Schockmomente, Schrecken, die also auch quasi die unterwerfen, des Betrachters und der Betrachterin unter eine kinematografische Maschinerie gearbeitet wird, die eigentlich jetzt erstmal gar keinen Raum dazu lässt, da sowas wie Reflexion einzuziehen. Also es ist jetzt nicht, sagen wir mal, es ist jetzt nicht Straub-Eger. Das ist irgendwie so, das geht schon darum, irgendwie so den Leuten visuell was jetzt irgendwie so vorzusetzen, was sie eigentlich erstmal reflexionsunfähig macht. Und natürlich kann man aber in einem zweiten Schritt sehen, dass es natürlich was mit dem Vietnamkrieg und dem Rassismus in der Gesellschaft zu tun hat. Also das ist irgendwie, man muss sich dann halt irgendwie bei popkritischen Phänomenen oder bei popkulturellen Phänomenen, glaube ich, ist dann immer der Reflexionsschritt, sich dann irgendwie, obwohl sie es eigentlich zu verunmöglichen versuchen, da dann wieder rauszuziehen versuchen und selber die Distanz gewinnen. Also diese Art von Kultur stellt die Distanz nicht selber her, sondern also alles, was man an Distanz hat, ist gewissermaßen dem Gegenstand abgerungen, würde ich sagen. So, und das ist irgendwie, glaube ich, auch bei, kann natürlich auch irgendwie in Game of Thrones wahnsinnig viel reinsehen, aber das auch einfach irgendwie als rauschhaften Taumel von Bildern, Zeichen, Intrigen, Sex und Gewalt irgendwie wahrnehmen. So, also das scheint mir irgendwie der, also ich glaube, wenn man versucht, diesen Widerspruch aufzulösen, dann zerfällt der Gegenstand. Okay, zweite Runde. Ich würde gerne an das anknüpfen, was der Herr im roten Pulli vorhin gesagt hat, Stichwort Gentrifizierung des Zombies. Darth Vader ist ja in Ihrem Vortrag tatsächlich eine Umschlagfigur gewesen. Vorher waren die Zombies sehr plastisch herausgearbeitet. Figuren der Rache, der Schuld, der Wiederkehr des Verdrängten und sie waren defizitär, langsam, schlecht gekleidet und so weiter. Und dann haben Sie neoreaktionäre Vordenker zitiert, die im Prinzip diese ganzen technofuturistischen Utopien aufmachen, die uns von Ray Kurzweil und anderen aus dem Silicon Valley eigentlich seit der Erfindung des Personal Computers serviert werden, also Höherzüchtung der Menschheit. Und das geht ja zurück auf eine ganz andere Figur, nämlich den nietzscheanischen Übermenschen, der wiederum zurückgeht auf christliche Figuren. Ja, der Heilige, der Selige, der übermenschliche Kräfte hat, der auch nach seinem Tod noch weiter wirkt und so weiter. Insofern frage ich mich, wie sinnvoll es ist, im Prinzip am Ende eine Bandbreite von Zombie aufzumachen. Einmal die Hyperzombies,
transhuman und die Defizitär-Zombies, Kanonenfutter, und nicht vielleicht doch die erste Gruppe, die Transhumanen etwas anders zu fassen? Also zum einen glaube ich, nochmal, ich halte Darth Vader für eine absolut messianische Figur. Also ich glaube, dass irgendwie insofern haben Sie recht. Also natürlich hat er sowohl das absolute Böse als auch diesen übermenschlichen Charakter irgendwie, den man von Nietzsche, wie im Grunde auch sämtliche Superhelden auf deren Superhelden, Comic-Superhelden irgendwie auf deren Tradition, das irgendwie zurückgeht, irgendwie das ja auch inkorporiert. Ich glaube, dass dennoch, scheint mir dennoch sinnvoll zu sein, weil, nochmal, wenn man sich darüber Gedanken macht, wie wird das Verhältnis von Menschlichem und Nichtmenschlichem, von Leben und Tod irgendwie konfiguriert in popkulturellen und dann anschließenden politischen Diskursen, dann haben wir, glaube ich, gegenwärtig eine Situation, wo das Untote und das, sagen wir mal, das Untote, das Nichtmenschliche nicht mehr aus dem Defizitären daraus gedacht wird, sondern aus der Optimierung. Und dieser Optimierungsdiskurs, der dann alle Menschen, die sich gewissermaßen dieser Optimierung verweigern oder von ihr ausgeschlossen werden, dann am Ende wie Zombies aussehen lässt. Also die gewissermaßen dann irgendwie aus ihrem menschlichen Status zurückgestuft werden, wenn sie nicht in diese Optimierungsschleife eintreten, um dann als Refuse, wie Nick Lenz sagt, irgendwie auf der Erde zurückgelassen werden, während dann die optimierten Eliten ins Weltall und in die weiteren Stufen der menschlichen Evolution irgendwie hinausstreben. Das scheint mir scheint mir ein sehr interessanter Punkt zu sein, wie gerade irgendwie so die solche Gegensatzpaare, die bislang immer vom Regress, vom Animalischen, von der Natur her gedacht wurden, jetzt irgendwie zusehends von so Optimierungs- und Technikdiskursen her gedacht werden. Und das ist, glaube ich, irgendwie, scheint mir auch in den politischen, vielleicht war es ein unscharf formuliert, irgendwie heute Abend, ich glaube, das ist eine Aufgabe, wenn man sowas wie Politik und Popkultur in den nächsten Jahren denken will, sich das genauer anzusehen. Vielen Dank. Vielleicht gehen wir hier. Diskussion auch auf ein kleines Nebengleis führen. Wir reden ja auch über Politik, vielleicht mal über Wirtschaftspolitik. In den Wirtschaftsteilen der Zeitung ist immer die Rede von den Zombie-Unternehmen. Ich knüpfe an die Finanzkrise 2008, da fehlte es plötzlich an Geld. Und dann ist die gesamte Welt mit Geld geflutet worden durch Niedrigzinspolitik. Und heute dümpeln angeblich zig Hunderte von oder Tausende von Unternehmen durch die Gegend, Zombie-Unternehmen genannt, die durch Geldschwemme sich finanzieren. Und im Prinzip knapp an der Insolvenz vorbeischrammen. Die Insolvenz ist insofern abgeschafft. Das ist ja jetzt keine Optimierung, was da stattfindet. Und insofern überhaupt keine Elite, sondern ganz im Gegenteil. Das ist äußerst suboptimal, was da abläuft. Wie sortieren Sie denn das in den Kontext ein? Sie können auch erstmal darauf antworten. Okay, ich hatte irgendwie so auch mit dieser positivierten Lesart der Zombie-Figur, also jetzt nicht der Transhuman, sondern der defizitären Zombie-Figur, auch eher noch so einen Sehnsuchtsmoment eingeschrieben. Also im Sinne von, was reizt eigentlich dieser Entwurf dieses Zombies eigentlich? Und ich sehe darin so ganz viele Auflösungsmomente, also Auflösungsmomente von Klassengesellschaft, von so eine gewisse Einschreibung von Egalitarismus, von Sex mit politischen Strukturen, Einschreibung in den Produktionsprozess, also eben auch diese instinktive, naturalistische Lesart, man schläft nicht mehr, man hat den Tod überwunden, es muss keine Religionskonzeption geben, keine politischen Strukturen. Ich sehe darin ganz viele positive Momente, die vielleicht von einigen Menschen halt eben auch sehr positiviert eingeschrieben wurden, dieser Zombie-Figur, weil es jetzt eben nicht sowas als Antithese zum Menschlichen empfunden wird, sondern es haben Menschen ja entworfen, dieses Konzept, und deswegen vielleicht darin auch Sehnsuchtsmomente von Grund auf schon immer integriert. Also was man eigentlich so alles in Zombies und deren Alltag quasi Positives rausziehen kann. Das ist auch eine Lesart. Danke, die an den politischen Komplex ein bisschen anschließt. Der Zombie hatte ja auf dem amerikanischen Buchmarkt so vor ein paar Jahren, vielleicht 7 Jahre oder so, noch so eine Wiederauferstehung
ist ja auch seine Kernkompetenz, nämlich in Form von so Manuals, How to Survive a Zombie Apokalypse. Und in dem Zuge gab es dann auch so Videos im Umfeld von Autotuning-Magazinen im Internet, Vice Magazine und so weiter, wie man also sein Auto zombie-sicher macht. Und die Fantasien, die da bedient wurden mit Flammenwerfern, Schrotflinten, Gittern und so weiter, so ein bisschen, das war natürlich alles ungeheuer selbstironisch, aber man hatte auch ein etwas unwohles Gefühl, weil das auch so in Richtung Border Patrol, Ranger-Tum, Abwehr, Diffuser, Körpermassen und so weiter ging, im Zuge auch so dieser Trump-Ära. Also gibt es da nicht vielleicht auch eine Wiederbelebung so einer rassistischen Interpretation im amerikanischen jetzt gerade? So, ich mache mal in der umgekehrten Reihenfolge, wenn ich darf. Die Frage zuerst. Was? Ja, warte mal ganz kurz. Es geht auf 9 zu und ich sehe jetzt nicht mehr viele Wortmeldungen. Ehrlich gesagt genau noch eine. Insofern würden wir doch die noch dran nehmen und dann machen wir die Schlussrunde. Also ich bin die erste Frau, die heute Abend spricht und ich frage mich, ich bin auch ahnungslose, was das Zombie-Thema und auch Zombie-Filme angeht und ich frage mich, ob das was mit meiner weiblichen Sozialisation zu tun hat. Also wie männlich ist denn eigentlich die Zombie-Fantasie? Wie viele Zombies werden von Männern für Männer produziert? Und es ist auch was ganz Gefühlloses irgendwie, die diese Zombie-Figur da transportiert. Und ich meine, die Bilder, die wir vor uns gesehen haben, viele Titel fand ich auch relativ sexistisch. Möchten Sie dazu vielleicht noch was sagen? Das wäre schön, danke. So, meine Reihenfolge jetzt. Also was die Zombie-Apokalypse angeht, wir haben natürlich irgendwie das einen enormen Aufstieg, gerade in den USA von diesen Preppers, ne? Also von Leuten, die sich irgendwie auf die Apokalypse vorbereiten. Es gibt ja auch irgendwie eine interessante Korrespondenz zu den 70ern, also das, was damals so also auch zeitgleich so mit dem ersten großen Zombieboom in den 70ern so als TV-Dinner-Meals mir so angeboten wurde, nämlich also auch so das Fernsehessen, das man so vom Fernseher dann so einnehmen konnte, was dann irgendwie sich aber selbst erhitzt durch so chemische Stoffe. Das ist ja gerade irgendwie, das erlebt eine ungeheure Renaissance in den USA, weil natürlich irgendwie ganz viele Leute aus Angst vor der Apokalypse irgendwie oder vor der drohenden Apokalypse irgendwie solche Sachen in ihren Bunkern irgendwie einlagern, um den Tag des jüngsten Gerichts zu entstehen. Da ist natürlich ich glaube, das ist auch durchaus ernster gemeint, als man sich das von hier aus irgendwie so vorstellen möchte. Also das ist irgendwie scheint mir doch irgendwie ein wesentlicher Trend zu sein. Und dazu passt natürlich dann auch irgendwie so also diese halb ironische, aber eben auch nicht nur ironische Aneignung oder Wiederaneignung dieses Zombie-Apokalypsen-Stoffes. Auf den Sexismus komme ich am Schluss, wenn ich darf. Was waren die anderen beiden Fragen? Ich glaube, die Zombie-Banken, ich verstehe den Einwand irgendwie und auch die Herausforderung, das jetzt so begrifflich einzugemeinden irgendwie, aber ich glaube, da kommt man jetzt vom Hundertsten aufs Tausende. War das jetzt am Wochenende in der Süddeutschen, habe ich das gelesen, dass jetzt irgendwie auch irgendwie Zombie-Hirsche irgendwo unterwegs sind, weil es eine Seuche gibt unter Hirschen oder Dammwild, also man kann natürlich diesen Begriff auf alles Mögliche anwenden irgendwie. Also dadurch, dass es so viele verschiedene historische Phasen des Zombie-Wesens gibt, ist das, glaube ich, auch. Zum Beispiel im Übrigen, das noch als Randbemerkung irgendwie, wollte George Romero, taucht der Begriff des Zombies in Night of the Living Dead auch gar nicht auf. Ne? Also die Wesen sollten eigentlich erst Ghouls heißen, weil er sich von dieser Voodoo-Geschichte irgendwie distanzieren wollte. Es ist ja auch nicht durch so eine andere Form des Zombies irgendwie. Das ist dann quasi erst hinterher in der Rezeption raufgepappt worden, weil irgendwie alle von den Wesen in diesem Film nur als Zombie sprachen. Romero hat sich dann auch erst, ich weiß nicht mal, ob es bei Dawn of the Dead schon Zombies hieß, aber dann auch erst. Er ist Zombie. Auf Deutsch, ja. Aber das irgendwie, ob er selber den Begriff da schon benutzt hat. Er hat das relativ lange gebraucht, um diesen von außen an den herangetragenen Begriff des Zombies zu übernehmen. Daran sieht man, das ist natürlich auch ein flottierender Signifikant, der irgendwie unterschiedlich gebraucht werden kann. Das utopische Potenzial des Zombietums sehe ich absolut. Das ist nur halt dadurch
natürlich aber dadurch beschädigt, irgendwie, dass die halt so morallos sind. Also ich meine, die können jetzt keine wirkliche libertäre Gesellschaft irgendwie aufmachen, weil die sich halt ständig irgendwie selber beißen. Ne? Also das ist irgendwie, also man kann sich jetzt eigentlich keinen Zustand vorstellen, zumindest nicht in den klassischen Zombie-Filmen, wo die halt dann auch mal ordentlich miteinander auskommen. Sondern im Grunde geht es ja darum, dass selbst wenn alle Menschen tot sind, also auch selber zu Kannibalen gemacht worden sind, dann fallen ja die Zombies dann wiederum übereinander her. Also die ist alle gegen alle. Das ist dann eben gerade keine autoritäre, formierte Gesellschaft, die da irgendwie entsteht. Also zumindest soweit ich das in Zombie-Wiesen überblicke. Die Frage nach dem Sexismus hat, ja, natürlich ist das ein... Also gerade in den in der prägenden Phase ein extrem männlich dominiertes, männlich besetztes Genre. Das hat, dazu sind wir jetzt heute Abend nicht mehr gekommen, es wird auch meine Schuld, irgendwie diesen Aspekt irgendwie ausgelassen zu haben, natürlich auch damit zu tun, dass irgendwie ein wesentlicher Reiz des Zombie-Film-Guckens erstmal in diesen drastischen Bildern besteht. Und das ist irgendwie tendenziell, so kenne ich auch aus meiner Jugend, also ich war so in den 70ern auch so kurz vor der Pubertät, hat man dann unter Jungs halt Zombie-Filme angeguckt, weil man sich beweisen musste, dass man es aushält. Und das scheint mir doch eher jetzt eine unter jungen, pubertierenden, postpubertierenden jungen Männern verbreitete Haltung zu sein. Ich kenne auch irgendwie, also aus den 70ern, auch sonst keine Medien, die das angesehen haben. Das ist natürlich, das hängt damit, klar, insofern ist dieses ganze Genre dadurch geprägt. Mir scheint das anders geworden zu sein, gerade mit, also wir hatten Game of Thrones irgendwie die Serie erwähnt, irgendwie, also man, dass da, es mittlerweile Formen der Drastik, die durch ihre Einbettung in, sagen wir mal, eher so tendenziell weiblich konnotierte Genres wie Gothic und Fantasy dann eingebaut werden, wie das Vampir-Genre, also alles, was dann, sagen wir mal, so eher aus der japanischen Manga-Kultur kommt, was ja tendenziell auch eher weiblich irgendwie konnotiert ist oder nicht so maskulin konnotiert, dass in den letzten Jahren eher so eine Verschränkung stattgefunden hat. Also in den 70ern, 80ern ist das ganz klar deutlich getrennt, allein durch die kinematografischen Strategien irgendwie. Das scheint mir aber jetzt in den letzten 10, 15 Jahren anders geworden zu sein. Jünger, aber nicht wesentlich. Also ich finde, so kann man es nicht erklären. Man kann nicht sagen, dass Frauen keine Horrorfilme geguckt haben, sondern dann halt gerne Fantasy und romantische Vampirfilme. Das finde ich ist ein ganz, ganz schwieriger Zugang. Zumal sehr da muss ich mal die Frage dann noch mal weitergeben. Dann würden Sie nicht sagen, dass der Zombie-Film tendenziell sexistisch ist und männlich konnotiert. Ich glaube nicht unbedingt ich wollte nicht unbedingt auf den Sexismus, der war so offensichtlich, den müssen wir jetzt gar nicht mehr besprechen, glaube ich, zurückkommen, sondern eher auf welche männliche Fantasie verwirklicht sich im Zombie. Haben wir eigentlich zwei Mikrofone? Also ich finde tatsächlich, das, was wir heute ja besprochen haben, finde ich alles sehr nachvollziehbar, dass es um Gesellschaft geht, die sich in diesem Bild des Zombies wiederfindet. Das ist natürlich, wenn man in einer Patriarchalgesellschaft aufwächst, was wir ja alle sind, finden sich natürlich Züge dieser patriarchalen Gesellschaft dann natürlich auch in einer künstlerischen Bearbeitung davon, was es eben ein Zombie-Film ist. Ich finde aber tatsächlich, man kann nicht so weit gehen zu sagen, das ist eine reine männliche Spiegelung. Das finde ich komplett falsch. Das finde ich auch falsch in der Betrachtung dieses Genres. Also man könnte genauso mit Fug und Recht sagen, dass der Zombie im Moment vielleicht überlagert, dass Kannibalismus eigentlich ein Thema wäre. Und weil man nicht Kannibalismus zeigen will wie mit Hannibal Lecter, weil das vielleicht ein schwierigeres Thema ist, obwohl es den Kannibalen von Rothenburg gegeben hat. Deshalb hat man diesen Hype von Zombie-Filmen, weil da Kannibalismus erzählt werden kann und es ist noch zivilisatorisch vertretbar. Es ist auch eine These, die man so in den Raum stellen kann. Also ich finde das wahnsinnig schwierig,
Natürlich, wir haben jetzt nackte Frauen gesehen, die gefesselt an einem Pfahl waren im Plakat von einem dieser Zombie-Filme. Und natürlich findet man solche Darstellungen von Frauen in vielen Horror-Genres. Man findet sie aber auch in den Fantasy-Genres. Also davon wäre dann auch die Unterscheidung eine falsche zu machen. Und man findet diesen Sexismus aber auch in klassisch romantisch als weiblich konnotierten in Filmen. Also deshalb halte ich das für komplett falsch. Also, und gerade jetzt, wenn man sich überlegt, einer der letzten Zombie-Filme, den ich gesehen habe, war Girl with All the Gifts, der auf der einen Seite diesen transhumanistischen Moment hat mit der Überwindung von, also mit dem neuen Menschen, der mit diesen Kindern dort geschaffen wird, was eigentlich der fehlende Link ja noch gewesen wäre. Und wo es ein Mädchen ist, was empathiefähig ist, was da die Hauptfigur spielt. Das ist ja alles genauso, wie insgesamt Genre gerade dabei ist, sich auch auszudifferenzieren mit der Komödie in Noir Out, wo Schwarze eine ganz andere Rolle damit spielen. Weil aber insgesamt Weiblichkeit genauso neu besetzt wird in der Kulturindustrie, wie gerade im Moment versucht wird, Diversität anders abzubilden und alles das. Also deshalb finde ich einfach, greift es zu kurz. Genre interessiert einen entweder oder es interessiert einen nicht. Und ich glaube nicht, dass das geschlechtlich begründet ist. Ihr Lieben, ich fand die Frage sehr gut, weil das war ja augenscheinlich und will das jetzt gar nicht so auflösen, wir diskutieren das einfach mal weiter. Diese Plakate, die du da gezeigt hast, auf die Sie sich, glaube ich, jetzt bezogen haben, die waren ja auch ein ganz bestimmter Ausschnitt aus dem Genre aus einer ganz bestimmten Zeit. Ne? Das waren ja diese, sage ich mal, sehr stark italienisch geprägten imprägnierten Filme der 70er Jahre, die sind natürlich ganz offenkundig sexistisch, ist ja aber nur ein kleiner Ausschnitt aus der Kulturgeschichte der Zombies. Und ich würde jetzt ehrlich gesagt fast vorschlagen, dass wir das noch bei einem Getränk einen Stock tiefer weiter diskutieren. Es ist gute Tradition, dass diese Veranstaltung fulminant anfangen, aber dann irgendwann auch enden. Und wir sehen uns ja bald wieder. Nämlich bei der nächsten Ausgabe von Auf der Höhe, Diagnosen zur Zeit, wahrscheinlich dann mit der fantastischen Elisabeth von Tatten zur unberührbaren Gesellschaft. Mir fällt das neue Buch von Elisabeth von Tatten und mir fällt gerade auf, dass es sogar anschlussfähig ist an unsere Diskussionen heute. Einverstanden? Dann danken wir nochmal. Schönen Dank. Jens Balzer. Vielen Dank Ihnen allen, dass Sie da waren. Und wie gesagt, unten gibt es noch was zu trinken. Oben gibt es was zu trinken. Entschuldigung.